श्री राधा माधव की श्री चैतन्य महाप्रभु की श्री प्रभुपाद की zu diesem schönen Feiertag, zum Chaitanya Mahaprabhus Erscheinungstag, Purnima, so genannt. Ich würde jetzt nur kurz bitten oder fragen, wie es mit Übersetzung ausschaut, oder who is not speaking Germany? I can try to do this. Can you, somebody who can, you're speaking everybody English, who is not speaking Germany? Aber English, somebody don't understand the English, or jemand, also die auch kein Deutsch. The English translation will be on this side, English, who doesn't speak German, and see here, or vielleicht könnte ich ein bisschen noch näher kommen, ein kleines Stück, dass wir zusammenrücken und Chaitanya Mahaprabhu freuen. Vielleicht kommen ja noch ein paar Gäste zwischendurch und haben sie auch noch Platz und können wir nachher gemeinsam hören und singen. Ich meine, es bat schon gut hier. Bat schon gut. So. Okay, Hare Krishna. So haben wir alle arrangiert, alle Übersetzungen, Translations, so ja, Russian, English, okay. Ja, dann Hare Krishna noch einmal, herzlich willkommen. Und ja, ja, ich glaube, jeder weiß es schon, heute ist der Erscheinungstag von Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gaur Purnima. Und das möchten wir jetzt zusammen hier feiern und zusammen eine Freude für Chaitanya Mahaprabhu damit verursachen und damit wir einfach Freude machen. Dass seine Gottgeweihten sich zusammentreffen und ihn lobpreisen und verherrlichen über ihren höheren Krishna-Katha bzw. Gaur-Katha und den heiligen Namen singen, den heiligen Namen lobpreisen und singen und tanzen und vielleicht auch feasten, wer weiß, was noch alles kommt. Und ich möchte nur ganz kurz fragen, ist jemand vielleicht das erste Mal hier, ganz zufällig, oder jeder kennt schon ein wenig Krishna-Bewusstsein? Okay, gut, dann kennt sich jeder schon ein wenig aus. Können wir etwas hören von Sri Chaitanya Mahaprabhu? Ich habe mir gedacht, ich möchte einfach nur ganz simpel einfach nur eine Kleinigkeit erzählen über Sri Chaitanya Mahaprabhu, über sein Leben, über ein paar Kleinigkeiten, die er so vollbracht hat, die er gemacht hat, über seinen Lebenslauf. Dass wir einfach über sein Leben meditieren können, was er so gemacht hat, wie er hier geweilt hat auf dieser Erde. Sri Chaitanya Mahaprabhu ist in Nadia erschienen. Und Nadia ist ein Teil von Mayapur, im heiligen Lande Indiens, Bharatavarsha. Und dort ist er erschienen am 18. Februar 1486. Und das war natürlich ein sehr, sehr glücksverheißender Tag, astrologisch gesehen. Also jetzt natürlich vielleicht nicht ganz so vollziehen können, aber wenn man sich in Astrologie auskennt, kann man da viel, viel Glücksweisendes beobachten. Und astrologisch wurde auch eine Bewertung gemacht, auch damals, als Sri Chaitanya Mahaprabhu auf die Welt kam. Also nicht auf die Welt kam, sondern in dieser materiellen Welt erschienen ist, sozusagen. Das ist eigentlich der richtige Ausdruck. Und Nilamba Pandit war der Vater von Sachidevi. Und Sachidevi ist die Mutter von Sri Chaitanya Mahaprabhu. Und Nilamba Pandit war ein sehr, sehr guter Astrologe, ein sehr bekannter, berühmter Astrologe. Und er hat als Sri Chaitanya Mahaprabhu die astrologischen Werte ausgewertet. Und er hat halt natürlich vorausgesagt, dass er eine ganz, ganz große Persönlichkeit ist, was sich dann auch natürlich bestätigt hat innerhalb seines Lebens. Und
der Vater von Sri Chaitanya Mahaprabhu ist Jagannath Mishra und die Mutter, wie wir schon erwähnt haben, ist Sachi Devi. Und sie waren beide aus Brahmana-Familien, also in hochgestellten Familien, aber sie waren sehr einfache, eigentlich relativ arme Brahmanas, aber halt sehr tugendhaft, sehr gottesergeben, sehr bewusste, einfache Menschen. Und ich habe jetzt das Glück gehabt, dass ich jetzt gerade vor ein, zwei Tagen aus Indien zurück angekommen bin, hier in Wien speziell, ich bin hier in Wien gelandet, dann kurz nach Deutschland noch ein, zwei Tage und jetzt darf ich wieder hier sein. Und es ist auch schön, diese Eindrücke noch aus Indien mitzunehmen. Ich durfte jetzt gerade einige Zeit in Mayapur verbringen, im Heiligen Dham, wo Sri Chaitanya Mahaprabhu erschienen ist. Dort, wo Sri Chaitanya Mahaprabhu erschienen ist, dort steht auch ein schöner Nimbaum. Und das heißt Yogapit, ist ein heiliger Ort, das heißt Yogapit, das kann man besuchen. Und es ist nicht so weit weg vom großen Tempel, vom Haupttempel, vom TVOP. Und ich habe auch dort einen kleinen Ausflug dorthin gemacht mit Bhakta Jan aus Hamburg. Wir sind zu zweit hingefahren. War sehr schön. Eigentlich war es speziell, weil es ist ganz lustig. Eigentlich wollten wir gar nicht ursprünglich zum Yoga-Pit, sondern da war ein Vortrag von meinem Guru Maharaj. Und danach war ein Mittagessen, wo Guru Maharaj eingeladen war und auch alle seine Schüler, also die halt dort in der Nähe waren. Und da wollten wir dann mit Bhakta Jan dann hinfahren und Guru Maharaj hat sich gerade in ein Taxi gesetzt und ist losgefahren und wir waren dahinter und sind mit Bhakta Jan in eine Rikscha eingestiegen. So ein Rikscha ist so ein kleines so ein Motorfahrzeug, wo man sich so reinsetzen kann und kann man halt auch damit herumfahren. Da gibt es ja so kleine Rikscha-Fahrer und das ist so ein kleines Taxi und da fährt man halt in der Gegend herum, wo man halt hin möchte. Und da habe ich den Rikscha-Fahrer gesagt, der soll einfach dem Taxi folgen und hinterherfahren. Und der hat sich irgendwie so komisch gestellt, der ist einfach nicht losgefahren. Und wir waren schon verärgert, na fahr dem Taxi doch nach, mach doch endlich. Und der ist einfach nicht losgefahren. Und bis er dann losgefahren ist, dann war es schon etwas zu spät und wir haben dann erklärt, wo wir hinwollen. Und dann ist er gefahren. Und er hat uns dann zum Yoga-Pit gebracht. Und gesagt, eigentlich, das Yoga-Pit ist schön und gut, aber eigentlich wollten wir nicht zum Yoga-Pit. Und dann haben wir uns gedacht, naja, wie auch immer, dann haben wir versucht herauszufinden, wo Guru Maharaj wirklich genau ist, aber hat dann nicht funktioniert. Und dann habe ich dann irgendwie gedacht, okay, vielleicht ist es einfach Krishnas Arrangierung, dass Krishna uns jetzt hier zum Yoga-Pit gebracht hat. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir einfach rein, erweisen unsere achtungsvolle Ehrerbietung an diesen heiligen Ort. Und es war auch wunderschön, es war auch sehr schön. Ich war dann im Nachhinein sehr dankbar, dass Chaitanya Mahaprabhu uns dorthin gelockt hat, zu seinem Erscheinungsort. Da haben wir auch den wunderschönen Baum gesehen, den Nimbaum, kann man da schauen sozusagen. Und da war ein Einwohner von dort, ein Inder, und der hat dort gerade ein wenig sauber gemacht, dort im Yoga-Pit. Und er hat gesagt, oh, do you like to do a little service? Und wir, yes, yes. Er hat uns gleich den Besen in die Hand gedrückt und hat gesagt, ja, ihr könnt hier ein bisschen aufkehren. Wir waren so ein Bliss. Wir waren so, wie sagt man, wenn man so richtig sich geehrt fühlt, oh, jetzt dürfen wir hier an diesem heiligen Ort zusammenkehren. Wir wurden halt richtig aufgefordert dazu. Es war sehr, sehr schön. Also wirklich, muss ich ehrlich gestehen, es war wirklich so, hat man sich so wertschätzt gefühlt, wow, man, was man hier wirklich machen darf, was für ein erhabener Dienst. Und dann haben wir ihn zusammengekehrt und wir waren noch nicht einmal fertig, kommt er schon zu uns und sagt, okay, take Prasadam. Oh, Hare Krishna. Dann wurden wir zum Prasadam eingeladen. Und das war wirklich sehr ekstatisches Prasadam. Und ja, dann sind wir dann weitergereist. Aber es war halt einfach interessant, wie Krishna uns eingeladen hat zu sich, zu seinem heiligen Ort. Und ja, weiterhin zu der Geschichte von Chaitanya Mahaprabhu, wie erschienen ist. Es war ein besonderer Tag, es war eigentlich schon Sonnenuntergang, also es war dann schon Abend. Und die ganzen Einwohner von Nadia, die haben dort gerade ein Bad genommen in der Ganges. Und weil es so ein glücksfassender Tag war, haben dann die Einwohner Haribol alle gesungen. Alle Haribol gesungen. Und das hat natürlich Chaitanya Mahaprabhu sehr, sehr erfreut. Und später, wie Chaitanya Mahaprabhu schon ein bisschen größer war, hat er öfter geweint. Und
Sachi Devi hat Chaitanya Mahaprabhu auf den Arm genommen und sie haben nicht gewusst, was sie machen sollen, dass er einfach mit dem Weinen aufhört. Und oft waren sehr oft, wie auch in Indien üblich, da sind auch viele Leute zusammen, auch Nachbarn, und das ist ein schöner Austausch, ein sehr schöner sozialer, gemütlicher Austausch. Es waren auch meistens immer viele Matajis, also viele Nachbarinnen da. Und die haben dann oft dann gesungen, Haribol, Haribol, Haribol. Und Chaitanya Mahaprabhu war so glücklich und hat einfach aufgehört zum Weinen. Und dann sind wir dann drauf gekommen, oh, immer wenn Chaitanya Mahaprabhu weint, dann müssen wir Haribol singen. Und ja, Chaitanya Mahaprabhu weint auch. Und manchmal in Ekstase und manchmal einfach so, dass wir einfach singen, damit wir einfach den heiligen Namen singen. Und vielleicht können wir mal kurz gemeinsam Haribol, Haribol, Haribol singen. Damit Chaitanya Mahaprabhu ja nicht weint heute, an diesem glücksweißen Tag, oder einfach nur aus Ekstase, vor voller Tränen, aus Ekstase, weil wir ihn wirklich schön verherrlichen und sehr zufrieden ist. Und ja, dann ist Chaitanya Mahaprabhu herangewachsen und da hat es viele, viele kleine Geschichten gegeben zwischendurch. Da wollten mal zwei Diebe, haben ihn eigentlich entführt einmal, da hat er vor der Haustür gespielt. Da sind zwei Diebe gekommen und haben gesehen, oh, der kleine Junge, der hat ja ganz tollen Schmuck auf, den holen wir uns einfach. Und haben den kleinen Chaitanya genommen, sind einfach weggelaufen mit ihm. Und Chaitanya hat sich einfach in Illusion versetzt, sind dann herumgelaufen, waren komplett verwirrt. Und durch diese Maya, die Chaitanya Mahaprabhu ihnen aufgesetzt hat, sind die dann genau zu Haustüre von Chaitanya Mahaprabhu wieder zurückgelaufen. Und dann haben die komplett gefragt, was ist da jetzt los? Und dann haben sie vor Angst über Chaitanya wieder sitzen lassen und sind schnell wieder abgehauen. Haben sie wieder Angst bekommen. Und Chaitanya hat viele so einfach kleine lustige Geschichten gehabt. Da hat er einmal auch Erde gegessen. Das kennen wir auch von Krishna, der klein war. Er hat auch mal Erde gegessen. Und Chaitanya hat dann noch eine kleine Bemerkung dazu gegeben, weil die Sachi Devi, die Mutter von ihm, hat gesagt, hey, Chaitanya, was machst du da? Das kann der. Oder eigentlich hat er Nimai geheißen, Entschuldigung, also Chaitanya, das ist jetzt dann später gekommen. Wer klein war, hat er Nimai geheißen und diesen Namen hat er von Sachi Devi bekommen, weil er unter einem Nimbaum geboren ist. Also Sachi Devi hat ihn unter diesem glücksweißen Nimbaum geboren, der heute auch noch sichtlich ist, also man kann es besuchen, wenn man darauf begierig ist. Und dann ist der kleine Nimai halt herangewachsen. Und wie er die Erde gegessen hat, dann hat Chaitanya gesagt, naja, das ist eigentlich nicht verschieden. Weil Sachi Devi hat gesagt, na, iss lieber Süßigkeiten, iss lieber ganz normale Süßigkeiten, du musst dir doch nicht Erde in den Mund stopfen. Wir sind zwar nicht so eine reiche Familie, aber wir können doch ein paar Sweets machen und dir diese opfern und hast du Freude daran. Und Chaitanya hat gesagt, na, eigentlich sind die nicht verschieden von Erde, weil diese Süßigkeiten, das kommt ja auch ursprünglich aus der Erde, das ist ja nicht wirklich verschieden, wenn es umgewandelt ist. Und ja, damit hat er erklärt, dass er Erde gegessen hat. Und es hat viele, viele so kleine lustige Geschichten gegeben. Ich kann jetzt nicht alle erzählen, sonst wird es sehr zu lang. Aber weiter, wie er dann etwas schon älter war, da war er schon 8 Jahre alt, dann ist er in eine Schule gekommen, sozusagen. Dann hat er zum Lernen angefangen und er hat bei Gangadesh Pandit gelernt. Und Gangadesh Pandit war auch in der Nähe von Mayapur, also dort in der Umgebung. Er war ein ganz großer Gelehrter. Und er hat Chaitanya Mahaprabhu halt Nyaya, Sanskrit und Logik und verschiedene andere Themen beigebracht. Und Chaitanya Mahaprabhu war ein exzellenter, hervorragender Schüler und er hat in 2 Jahren alles perfekt gekonnt, Sanskrit und das war wirklich ein riesengroßer Gelehrter, ein großer Pandit ist er selber geworden. Und es hat dann auch viele, viele Geschichten gegeben, wo wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber wo auch einige große Logiker und Gelehrte herausgefordert hat und sie halt sozusagen geschlagen hat im transzendentalen Wissen, schon damals in diesem jungen Alter und wo sich halt viele gewundert haben und gedacht haben, das ist ja unmöglich, aber bei Chaitanya Mahaprabhu ist nicht so möglich, er ist die höchste Persönlichkeit Gottes. Und dann später, mit 10 Jahren hat man schon von ihm gesagt, ist er wirklich halt ein ganz, ganz großer Gelehrter gewesen, weil er da schon viele kleine Wunder vollbracht hat in seiner Gelehrsamkeit. Und dann auch circa zu dieser Zeit hat Sri Chaitanya Mahaprabhus Bruder Vishwarupa,
Er hat dann Sannyasi genommen. Und er hat auch einen Bruder gehabt. Und Chaitanya Mahaprabhu war darüber sehr, sehr erfreut. Und natürlich aber die Sachi Devi, die Mutter, natürlich nicht, weil der Sohn ist dann natürlich weggezogen von da. Aber das war halt der Lauf der Geschichte. Und mit circa 14, also so war 14 und 15 war circa Chaitanya Mahaprabhu, da wurde er dann verheiratet. Und da wurde er mit Lakshmi Devi verheiratet. Und dann ist damals schon Chaitanya Mahaprabhu dann schon herumgereist. Und kurz darauf, da war er auf einer Reise mal unterwegs und da ist Lakshmi Devi von einer Schlange gebissen worden. Und sie hat halt den Körper dann verlassen. Wie Chaitanya Mahaprabhu schon zurück war, war sie nicht mehr hier zugegen. Und die Mutter Sachi Devi war natürlich wieder sehr, sehr betrübt, sehr, sehr traurig über diese Geschichte. Und Chaitanya Mahaprabhu hat sie immer vertröstet, dass doch diese Welt vergänglich ist und auch die Beziehungen in dieser Welt. Also Chaitanya Mahaprabhu hat damals auch schon immer gelehrt, immer schon mit philosophischem Wissen halt immer schon unterrichtet, was die Wichtigkeiten für uns sind, zu erkennen in dieser materiellen Welt. Und hat uns schon damals auch immer ein Beispiel gesetzt mit seinem Leben. Und später hat Sachi Devi, die Mutter von Chaitanya Mahaprabhu, noch eine Heirat arrangiert für Chaitanya Mahaprabhu. Und es hat geheißen, er ist noch sehr jung, ist ein junger Mann, braucht eine Frau, eine gute Frau. Und dann war Vishnu Priya, wurde für ihn arrangiert. Und dann war er mit ihr verheiratet. Aber als er schon 16, 17 Jahre alt war, der größere Nimai, dann hat er Einweihung bekommen und von Ishwara Puri und hat dort gelernt. Und später ist er dann schon herumgezogen, hat mehr herumgereist. Und danach hat er auch eine Kirtan-Schule errichtet, eröffnet, Chaitanya Mahaprabhu, mit Shrivas Pandit. Ihr kennt ja das Shrivas Pandit, das ist aus Panchatattva. Hier sehen wir jetzt kein Bild von Panchatattva. Aber ihr kennt ja wahrscheinlich das Panchatattva-Bild. Da ist ja Advaita Acharya noch, also Gauranga, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, Srinivas Acharya und Gadadhar Pandit. Und da haben sie diese Kirtan-Schule sozusagen errichtet. Und später ist auch Nityananda Prabhu dann zu Chaitanya Mahaprabhu dazugestoßen. Nityananda Prabhu hat damals schon viel gepredigt. Also Nityananda Prabhu war damals schon ein reisender Prediger, könnte man sagen. Und dann haben sie sich dann später getroffen. Und Nityananda Prabhu hat sich Chaitanya Mahaprabhu angeschlossen. Und dann haben sie halt zusammen gepredigt. Übrigens, Nityananda Prabhu ist in Eka Chakra erschienen. Ist auch ein heiliger Ort, auch ein wunderschöner Ort. Nicht so weit weg von Chaitanya Mahaprabhus Erscheinungsort. Jetzt dieses Mal, wo ich jetzt in Indien war, war ich jetzt nicht an Eka Chakra. Aber vor circa 4-5 Jahren, Entschuldigung, das ist schon länger her. Vor 4-5 Jahren nicht, das war schon circa vor vielleicht 6-7 Jahren oder schon länger. Da habe ich mal Eka Chakra besucht, das ist auch ein sehr, sehr schöner Ort. Und es ist halt immer die Besonderheit an diesen gewissen heiligen Orten, dass je nachdem, welche Lilas, welche Spiele dort vollführt worden sind, wie zum Beispiel an Eka Chakra oder das Nityananda dort geboren worden ist, so ist auch die Einstellung der Einwohner und die chanten dort alles so Nidai, Nidai. Und es ist halt sehr, sehr schöne Stimmung, wo halt Nityananda Prabhu verehrt wird. Ich habe damals dort auch einen Arzt kennengelernt, der halt in der Familienlinie von Nityananda Prabhu war, ein sehr ekstatischer Geweihter. Hat uns dann seine Wohnung gezeigt, die unglaublich einfach war. Also das war so eine Lehmwohnung, da hat es so kleine Lehmhöhlen fast gegeben. Und hat wunderschöne Deities gehabt, er war komplett in Ekstase und hat uns sehr schön, empfangen, so als so als sehr schöne Geste. Und ja, ist auch ein wunderschöner Ort. Eka Chakra ist auch wert, auf jeden Fall einen Besuch mal dorthin zu pilgern. Und ja, späterhin
ist die Zeit angebrochen, wo Sri Chaitanya auch Sannyas angenommen hat. Und Sri Chaitanya sagte eins, bevor er Sannyas angenommen hat, weil da war noch eine Geschichte davor, wo Brahmanas auf ihm neidisch geworden sind, wo er halt immer gesungen hat. Er hat immer sehr viel gesungen, die heiligen Namen gesungen, immer auf den Straßen mit seinen Geweihten, ist immer rumgezogen von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf. Und die waren immer getränkt in Krishna-Prema, in reine Liebe zu Gott und in sehr ekstatischen Stimmung. Und haben immer den höchsten Herrn glorifiziert, indem sie die heiligen Namen gesungen haben. Und gewisse Brahmanas sind dann manchmal neidisch auf ihn geworden und haben gesagt, was macht er da? Das ist doch kein Hindu. Der ist doch irgendwie mehr verrückt. Das ist doch kein Verhalten für einen richtigen Hinduisten, für einen hingegebenen Bhakta sozusagen. Und dann haben sie sich beschwert bei Kasi, bei der Regierung. Und dann ist Kasi gekommen und hat dann vor Srinivas Acharyas Wohnung, glaube ich, war das, einen Mridanga zerbrochen. Und wie es Chaitanya Mahaprabhu dann gehört hat, dann hat er gesagt, okay, wir ziehen jetzt zu Kasi. Und eine große Gruppe sind dann mit 14 Sankirtan-Gruppen losgezogen. Warrior-Gruppen, Sankirtan-Warrior. Aber damals halt noch nicht mit Büchern oder so. Sind halt mit Mridangas, mit Karatals, mit bewaffnet mit Musikinstrumenten und mit dem heiligen Namen und sind dann zum Kasi gegangen und haben dort halt Kirtan gemacht. Und irgendwie ist die Geschichte ist jetzt noch länger, aber dann ist der Kasi auch bekehrt worden und hat dann irgendwie, ist dann ja, in sein Herz gegangen, ist auch ein Devoti geworden. Und es hat viele, viele so Geschichten gegeben rundherum. Ja genau, und dann ist später noch, ist auch wichtig, dass wir auch verstehen, Nityananda Prabhu hat eigentlich seine Predigerarbeit einfach weitergeführt, weil Nityananda war vorher schon ein Prediger und da ist Haridas Thakur auch noch dazu gestoßen, wo wir kennen, er war ein ganz großer Acharya für die heiligen Namen, er hat sehr, sehr viele heiligen Namen gesungen, also gechantet und sie sind immer zu zweit predigen gegangen und ihr Predigen war ganz simpel, war ganz einfach, was wir auch teilweise heutzutage noch vollführen, dass sie von Haus zu Haus, von Tür zu Tür gegangen sind, sie haben geklopft und Chaitanya Mahaprabhu hat sie aufgefordert, dass sie einfach zu den Leuten gehen und die sollen einfach Hare Krishna singen, die sollen einfach Hare Bol, Hare Krishna, sie sollen den heiligen Namen singen. Und da hat es teilweise Geschichten gegeben, wo Haridas Thakur und Nityananda zu jemandem gegangen sind, sie haben angeklopft und die Tür aufgemacht und dann haben sie halt in ihrer Ekstase den Leuten versucht, Hare Krishna beizubringen oder Hare Krishna zu singen. Und dann so, Bolo, 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 Haribo, Hare Krishna. Und dann teilweise wollten die dann nicht, die Leute, teilweise sind die dann beim Fenster reingestiegen, miteinander und Haridas und dann, ah, Bolo, Bolo, und dann voll verrückt. Und haben die Leute dann doch immer irgendwie zum Singen gebracht. Und dann in Ekstase gebracht. Waren sehr, sehr lustige, sehr fröhliche Geschichten. Die sind dann teilweise in Chaitanya Charitamrita dann genau beschrieben. Und ja, ist halt schön. Und später, also zurück zu Chaitanya Mahaprabhu, hat Chaitanya auch in Katwa, so ein Teil von Indien, in Katwa hat Chaitanya Mahaprabhu Sannyas Einweihung bekommen. Damals war Chaitanya Mahaprabhu schon 24 Jahre alt. Und war halt ja, schon ist gut. Also, Sannyas mit 24. Wir haben jetzt hier im Jones nicht einmal viele Leute, die 24 sind oder darunter. Wenn wir uns vorstellen, dass jemand da schon Sannyas sind, der ist halt sehr fortgeschritten. Aber bei Chaitanya Mahaprabhu war das halt normal, verständlich. Und er hat auch eigentlich Sannyas angenommen, weil er gemerkt hat, dass er so nicht weiter predigen kann, auch in diesem Brahmanas, wegen vielen verschiedenen Umständen. Er wurde nicht wirklich anerkannt, er wurde nicht wirklich richtig respektiert. Also, und damit er im Sinne vom Predigen hat er dann Sannyas angenommen. Das war halt wirklich, dann Sannyas ist man in Indien doch mehr anerkannt, da hat man mehr Respekt und dann kann man natürlich intensiver predigen, dann kann man die Veden halt den Leuten näher bringen. Und später ist dann Chaitanya Mahaprabhu schon viel herumgereist und
Dann hat er auch Chaitanya Prabhu Advaita Acharya besucht, das war damals in Shantipur. Und Advaita Acharya hat auch arrangiert, dass er viele, viele Freunde eingeladen hat von Chaitanya Mahaprabhu. Und unter anderem hat Advaita Acharya auch Sachi Devi, die Mutter, eingeladen von Chaitanya Mahaprabhu, weil die Mutter von ihm war immer sehr ein großer Trennungsschmerz vor ihm. Die Mutter hat ihn sehr, sehr gern gehabt. Es ist natürlich auch irgendwie klar, dass seine Mutter den Sohn sehr gern hat. Und ganz besonders hat natürlich Chaitanya Mahaprabhu, der die höchste, besonderste Persönlichkeit ist. Wie kann man ihn nicht gern haben? Und da war Sachi Devi auch da. Und Sachi Devi hat übrigens auch Chaitanya Mahaprabhu gebeten, weil Chaitanya Mahaprabhu wollte nach Vrindavan gehen, auch predigen als Sannyasi. Und die Mutter Sachi hat gesagt, naja, Vrindavan, schön und gut, ist ein sehr schöner Ort, aber es ist halt sehr, sehr weit weg. Und wenn du nach Vrindavan gehst, wie soll ich dich sehen, wie soll ich Nachrichten, wie soll ich nicht nur unbedingt vielleicht sehen, ich bekomme nicht mal Nachrichten von dir, wie soll das funktionieren? Sie war ganz, ganz traurig, ganz betrübt darüber. Und dann hat Sachi Devi Chaitanya Mahaprabhu überredet, dass er nach Puri geht. Und das war nicht so weit. Und dann konnte sie Nachrichten von ihm bekommen. Und Chaitanya Mahaprabhu hat auch immer Süßigkeiten zu ihrer Mutter geschickt, zu ihrer Freude, immer Mahaprasadam. Von wem? Von Jagannath. Jagannath Prasadam. Sehr, sehr glücksverheißend. Ich durfte jetzt in Indien einen ganz, 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 ganz tollen Buchverteiler treffen aus Russland. Er verteilt schon, glaube ich, also ich glaube mindestens 20 Jahre Bücher. Und er hat auch erzählt, dass das Jagannath Puri unglaublich ekstatisch, unglaublich potenziell ist. Und er hat gesagt, jeder, der dorthin geht und Jagannath Prasadam ist, sein Leben wird komplett verändert. Er ist nicht mehr derselbe, der früher war. Und vielleicht eine gute Inspiration, mal eine Reise auch nach Jagannath Puri zu machen. Es ist auch ein sehr schöner Ort. Ich selber durfte leider noch nicht dorthin. Ich war jetzt schon überlegen, wie ich in Indien war, ob ich hingehe, aber wäre zu viel gewesen. Also waren viele, viele Kleinigkeiten, Dienste und Erledigungen. Es ist sich leider nicht ganz ausgegangen, aber vielleicht das nächste Mal. Und ja, Sri Chaitanya Mahaprabhu hat sehr, sehr viel Zeit, also später hat er auch 18 Jahre in Jagannath Puri verbracht, also eine ganz lange Zeit. Aber das war erst dann später, wie er eigentlich schon etwas älter war in seinem Lebenslauf. Und wie er Sannyas bekommen hat, Chaitanya Mahaprabhu, war er sehr, sehr simpel. Er hat einfach nur eine Kopin getragen. Ich weiß nicht, ob jeder diesen Ausdruck kennt, das ist einfach wie so eine, ja, man sagt hier bei uns eine Unterwäsche. Also es sind so zwei Stück Stoff, die aufgebunden sind, und ein Lendentuch hat er getragen, einen kurzen Lendentuch. Und dann hat er noch seinen Danda gehabt, seinen Sannyas-Stab und einen Wasserkrug. Das war eigentlich alles, was Sri Chaitanya Mahaprabhu mit sich mitgehabt hat. Also er war wirklich auch sehr entsagt, war sehr, sehr strikt und hat sich sehr viel geändert. Auch einige Gefährten von ihm haben dann gesagt, von Chaitanya Mahaprabhu, dass er sich ganz, ganz stark geändert hat, wie er Sannyas genommen hat. Hat Chaitanya Mahaprabhu hat sich in dem Sinn nicht, also schon verändert, aber er hat einfach eine andere Stimmung angenommen. Da ist er dann wirklich in seine Stimmung gekommen, ja, warum ich gekommen bin, was ich wirklich geben möchte, was wirklich meine Mission ist. Und davor hat er uns natürlich auch viele Beispiele, viele Inspirationen gegeben, und das war dann die Intention mehr, da war dann mehr die Intention in seiner Mission, was er dann uns wirklich weitergeben wollte. Und später hat auch Chaitanya Mahaprabhu mit Sarvabhauma Bhattacharya ein Treffen gehabt, das ist auch eine wichtige Erscheinung. Sarvabhauma Bhattacharya hat Chaitanya Mahaprabhu 7 Tage lang unterwiesen, den Veden. Und er hat von Shankaracharya gelernt. Er hat eigentlich das Wissen weitergegeben, wie Shankaracharya er das Wissen weitergegeben hat. Und Sri Chaitanya Mahaprabhu hat nur zugehört, 7 Tage lang, ohne etwas zu bemerken, ohne etwas anzudeuten. Und
Dann war Sarabhum Bhattacharya schon etwas verärgert und hat zu Chaitanya gesagt, was ist mit dir los? 7 Tage lang sitzt du hier, hörst du zu und sagst nicht einmal einen Kommentar, stellst nicht einmal eine einzige Frage. Was ist los? Verstehst du überhaupt irgendetwas oder nicht? Oder wie schaut es aus? Und Chaitanya Mahaprabhu hat erwidert, natürlich verstehe ich die Sutras, das ist kein Problem für mich, aber nicht so, wie Shankaracharya das gelehrt hat. Und da hat Sarabhuma dann gesagt, ja okay, na gut, okay, wenn halt nicht, dann halt nicht, aber wie verstehst du sie? Na dann erklär du doch. Und dann hat Chaitanya Mahaprabhu erklärt, so nach seinem Verständnis, nach dem absoluten Verständnis. Und er hat nicht einmal die ganzen Punkte, die Sarabhuma Bhattacharya erklärt hat, hat Sri Chaitanya Mahaprabhu nicht einmal berührt. Also er hat alles komplett anders erklärt. Das war sehr interessant, war ein großer Schock und war das ist ja ganz was anderes. Und dann wurde natürlich auch Sarabhuma Bhattacharya bekehrt, wurde gereinigt im Herzen durch dieses transzendentale Wissen und ist auch ein ganz, ganz großer Gottgeweihter geworden von Chaitanya Mahaprabhu. Ja, Chaitanya Mahaprabhu hat auf seinen Siegeszug, das war nur ein Siegeszug, wo er gereist ist, er ist in ganz Indien gereist, er hat viele, viele Städte, viele Dörfer, viele Ortschaften besucht, er hat sehr viele Mayavadis getroffen unterwegs, sehr viele Unpersönlichkeitsphilosophen, sehr viele Buddhisten getroffen, die auch ähnlich Mayavadi-Philosophie vertreten. Und er hat auch viele andere Persönlichkeiten getroffen und das Chaitanya Charitamrita berichtet, dass er alle eigentlich besiegt hat, dass er eigentlich alle, soweit alle besiegt hat, alle wurden bekehrt, weil durch diese transzendentale Mission, die Chaitanya weitergegeben hat, das war so powerful, so mächtig, dass eigentlich da keiner widerstehen konnte. Und wie es dann weitergegangen ist in seinem Leben, hat er auch Ramananda Roy getroffen. Ramananda Roy war eigentlich ein Gouverneur eigentlich sozusagen in Vidyanagar und ist auch ein ganz, ganz großer Gottgeweihter geworden. Und Ramananda Roy hat eigentlich auch dann sehr viel über Prema Bhakti gesprochen, über Prema Bhakti gelehrt. Mit einem Alter, wo Sri Chaitanya Mahaprabhu dann schon etwas älter war, also mit 27 Jahren, ist er auch viel herumgereist. Da ist er wieder dann sozusagen nach Puri gekommen, nach langen, langen Reisen. Also man kann diese Reisen verfolgen in Chaitanya Charitamrita, die, sage ich einmal, etwas verwirrend sein können, weil er hat wirklich sehr viel gereist von vielen Orten. Teilweise sind die Aufzeichnungen nicht ganz in der zeitlichen Reihenfolge. Teilweise sind kleine, vielleicht ersichtliche Verwirrungen für uns, wo wir nicht ganz nachvollziehen können, wo er von einem Ort zum anderen war. Auf jeden Fall hat er sehr, sehr viele Reisen hinter sich gehabt, sehr große Strecken zurückgelegt, also meistens zu Fuß, teilweise auch vielleicht mit dem Boot, wird beschrieben und ein paar Kleinigkeiten, aber meistens ist er zu Fuß herumgezogen. Und mit 28 Jahren ist Sri Chaitanya Mahaprabhu dann nochmal kurz nach Bengal gereist. Da hat er dann Srila Rupa Goswami und Sanatana Goswami getroffen. Und sie sind dann auch große Geweihte geworden von Chaitanya Mahaprabhu, wie wir heutzutage wissen. Chaitanya Mahaprabhu hat ihnen Unterweisungen gegeben, dass sie Bücher verfassen sollen. Und wir haben jetzt sehr schöne Bücher. Und des Späteren hat er auch sehr, sehr viele Mohammedaner noch bekehrt, Sri Chaitanya Mahaprabhu, vor allem im Allahabad beschrieben. Hört sich auch schon so an der Name, dass da vielleicht Mohammedaner wohnen, dieser Stadt. Und später hat er noch in Benares
auch ein Treffen mit Sannyasis, das ist auch eine sehr, sehr berühmte Geschichte, wo mit Prakashananda Saraswati Thakur, er war auch ein großer Gelehrter, ein Sannyasi zur damaligen Zeit, und er wurde dann auch bekehrt von Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya hat dort auch seine Göttlichkeit offenbart, und Sannyasis haben dann erkannt, oh, wir haben es hier doch mit der höchsten Person, vielleicht mit Narayan zu tun. War für sie halt schon ein hoher Begriff, und haben Chaitanya Mahaprabhu als ihren Führer dann angenommen in dem Sinn. Und später, wie Chaitanya Mahaprabhu dann von Benares weggereist ist, da ist er halt wieder Richtung Puri gereist. Da ist diese berühmte Geschichte, wo er durch den Dschungel gezogen ist und wo Chaitanya Mahaprabhu dann viele, viele Tiere, sogar Elefanten und Tiger und Affen und alle möglichen Tiere zum Singen der heiligen Namen bewegt hat. Und das war jetzt auch sehr interessant, das hat Chaitanya Mahaprabhu vollbringen können, unser einer nicht. Wir sind schon froh, wenn wir auf die Straße gehen, manchmal beim Harinam, und die Leute singen mit, und wir die Leute inspirieren können. Bolo, 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 Hare Krishna. Es war schön, wie ich jetzt in Mayapur war. Da waren auch Harinam-Gruppen in Mayapur unterwegs, und ab und zu bin ich dazugestoßen und wollte einfach den heiligen Namen mit ihnen singen. Es war auch sehr, sehr ekstatisch im Heiligen Darm. Es ist sehr schön, Harinam zu machen. Und es sind sehr, sehr viele indische Gäste, die immer zum Tempel kommen, den großen neuen Tempel in TOVP zu besuchen, der noch nicht ganz fertig ist. Aber wie auch immer, es gibt dort sehr, sehr viel zu sehen und viele Programme, viele Festivals, Harinam. Und es ist halt interessant, dass das auch, die Inder sind auch so ein einfaches Volk, und sie sind so froh, wenn sie Harinam sehen, wenn sie den heiligen Namen hören, und sie sind so einfach zum Inspirieren, den heiligen Namen Gottes zu verherrlichen, zu lobpreisen. Und es war sehr schön, da zu tanzen und auch einfach die Gäste, die einfach gekommen sind zum Tempel, zu inspirieren, den heiligen Namen Krishnas zu singen. Und wie Chaitanya Mahaprabhu dann 31 Jahre alt war, dann ist er dann schon in Puri geblieben, und wie wir schon kurz erwähnt haben, 18 Jahre lang ist er dann in Puri geblieben, und dann war er halt nur mehr in Puri sesshaft. Und mit 48 Jahren, wie beschrieben, hat Chaitanya Mahaprabhu dann diese immaterielle Welt verlassen. Und auch eine sehr interessante Geschichte, so wie es beschrieben ist, ist Chaitanya Mahaprabhu in einen Deity eingegangen, und es war in Tata Gopinath, wo Chaitanya Mahaprabhu in den Deity eingegangen ist, und es war dann, ja, kann man sagen, ein sehr ekstatischer Abgang. Also es war sehr, nicht irgendwie so, dass Chaitanya Mahaprabhu jetzt irgendwo den Körper sozusagen verlassen hätte, sondern ist einfach in den Deity eingestiegen. Und das wirklich, ja, sehr ekstatisch. Und ja, Sri Chaitanya Mahaprabhu hat auch zum Beispiel den Namen Vishwambar gehabt. Dieser Name heißt übersetzt der Führer aller Lebewesen. Das ist ein sehr schöner Name, den Chaitanya Mahaprabhu bekommen hat. Und wie wir haben wir schon erwähnt, die Nachbarsfrauen haben Chaitanya Mahaprabhu als Gaurahari oft bezeichnet. Das ist auch ein wunderschöner Name von Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu hat auch sehr, sehr viele andere Namen. Also wer wirklich Chaitanya Mahaprabhu verherrlichen möchte, wir haben heutzutage unser Google, unser Internet, und da kann man suchen. Es gibt sehr, sehr viele heiligen Namen Chaitanya Mahaprabhus, die man singen kann, und die sind sehr glücksverheißend, gerade zum Beispiel an den heutigen Tag. Und ich möchte jetzt noch eine Kleinigkeit über Chaitanya Mahaprabhu lesen. Ich habe da ein paar kleine ekstatische Inspirationen gesucht über Chaitanya Mahaprabhu, die uns auch ein wenig über ihn, über seine Mission, über einiges offenbaren. Das Chaitanya Charitamrita lehrt, dass die spirituelle Seele ewig ist und dass die Tätigkeiten in der spirituellen Welt ebenfalls ewig sind. Die Mayavadis, nach deren Ansicht die absolute Wahrheit unpersönlich und formlos ist,
behaupten, die selbstverwirklichte Seele braucht nichts mehr zu sprechen. Die Vaishnavas jedoch, die geweihten Krishnas, sagen, Sprechen beginnt erst mit der Selbstverwirklichung. Bisher haben wir nur über unsinnige Dinge gesprochen. Lasst uns nun beginnen, wirkliche Gespräche zu führen. Gespräche über Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu hat eine Sache ganz, ganz besonders gern gehabt. Weiß jemand, was das war? Ja, Elias? Ja. Und was beinhaltet Kirtan? Was ist das überhaupt? Also um was geht es da? Das Chanten der Heiligen Namen. Genau. Oder Bücher verteilen. Genau, das Chanten der Heiligen Namen. Und heute an diesem wunderbaren Tag, wie können wir die Aufmerksamkeit Chaitanya Mahaprabhu auf uns ziehen? Chanten. Heftiger Kirtan. Was bedeutet dieses Chanten eigentlich? Was bedeutet das? Ja? Bitten um Dienst. Ja. Und wir bitten zu wem? Wir bitten wen an? Radha und Krishna. Ja. Und Radha und Krishna sind nicht verschieden von Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu ist vereint. Er ist eigentlich Radha und Krishna. Und an diesem glücksweisen Tag sollten wir den Yuga-Dharma nachgehen, nachfolgen. Das können wir vielleicht gleich probieren. Vielleicht könnt ihr mir einfach nachsingen. Gora, Gora, Gora Hari! Gora, Gora, Gora Hari! Gora, Gora, Gora Hari! Gora, Gora, Gora Hari! Tja, das hört sich schon ganz gut an. Wir können das vielleicht noch ein bisschen lauter machen, oder? Heute ist ja Gaura Purnima. Gaura, Gaura, Gaura Hari! Gaura, Gaura, Gaura Hari! Ja, mit Hingabe, wir müssen weinen und die Mercy von Sri Chaitanya Mahaprabhu. Einmal geht's vielleicht noch, oder? Haribol! Gaura, Gaura, Gaura Hari! Haribol! Gaura, Gaura Hari! Gora, 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 Hari, Hari Bol, da fragen wir Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu, der manchmal auch Krishna Chaitanya genannt wird, vereint alle diese Aspekte in sich. Er ist Gott, Guru, Bhakta und Inkarnation zugleich. Als sein Gefährte Nityananda ist er die erste Erscheinungsform seiner eigenen Energie. Als Advaita ist er eine Inkarnation, als Gadadhar ist er die innere Energie und als Srivas ist er das marginale Lebewesen. Man sollte daher niemals denken, Krishna sei allein, sondern man sollte sehen, dass er ewig zusammen mit all seinen Erscheinungsformen existiert, wie es Ramanujacharya erklärt. Im Vishishtadvaita-Philosophie besagt, dass Gottes Energie, Erweiterungen und Inkarnationen gleichzeitig eins und verschieden sind. Mit anderen Worten, Gott ist von all diesen Erscheinungsformen nicht getrennt. Alles zusammen ist Gott. Jai. Vielleicht können wir ein bisschen weiter üben. Jaya Satchinandana, 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 Gora Hari, Jaya Satchinandana, Jaya Satchinandana Gora Hari. Jaya Satchinandana Gora Hari. Chaitanya lehrt nicht einen langweiligen, komplizierten Pfad zu Gottes Erkenntnis. Er ist völlig spirituell und er beginnt an dem Punkt, wo man sich Krishna ergibt. Er behandelt nicht die Pfade Karma Yoga, Jnana Yoga oder Hatha Yoga, sondern beginnt dort, wo das materielle Dasein endet, an dem Punkt,
wo man alle materiellen Anhaftungen aufgibt. In der Bhagavad Gita begann Krishna seine Lehren mit der Unterscheidung zwischen Seele und Materie und schloss seine Ausführungen im 18. Kapitel an dem Punkt, wo sich die Seele ihm in Hingabe fügt. Die Mayavadis möchten an diesem Punkt alles Sprechen einstellen, doch hier beginnt wirkliches Sprechen erst. Die Vedanta Sutra beginnt mit der Aufforderung Adhatu Brahma Chichnasa. Lasst uns nun anfangen, Fragen über die höchste absolute Wahrheit zu stellen. Rupa Goswami lobpreist daher Chaitanya als die großzügigste Inkarnation, weil er das uns allen als größtes Geschenk macht, indem er die höchste Form hingebungsvollen Dienstes lehrt. Er beantwortet folglich die wichtigsten Frage, die man überhaupt stellen kann. Jai Shri Chaitanya Mahaprabhu ki Jai Jaya Goranita 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 Jaya Goranita Goranita, 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 Goranita. Shri Chaitanyas größtes Geschenk jedoch war seine Lehre, dass man in Krishna seinen Geliebten sehen kann. In dieser Beziehung wird der Herr so sehr geliebt, dass er sich außerstande erklärt, die ihm entgegengebrachte Zuneigung gegenüber zu vergelten. Krishna war den Gopis so sehr verbunden, dass er sich außerstande fühlte, ihre Liebe angemessen zu erwidern. Ich kann euch eure Liebe nicht zurückzahlen, sagte er zu ihnen. Ich habe nichts mehr, was als Gegenleistung angemessen wäre. So wird auf dieser erhabenen Ebene hingebungsvoller Dienst ausgeführt. Und das Wissen von der Beziehung des Bhakta zu Krishna als Geliebte und Liebhaber wurde von Chaitanya Mahaprabhu überbracht. Keine andere Inkarnation und kein anderer Acharya vor ihm hat dieses Wissen jemals offenbart. Aus diesem Grund schrieb Rupa Goswami über Chaitanya: Hingebungsvoller Dienst ist in sich selbst die höchste Ebene. Dir haben wir es zu verdanken, dass wir diese glorreiche Ebene erreichen konnten. Du bist Krishna mit einer gelblichen Hautfarbe und du bist Satchinandana, der Sohn Mutter Satchis. Diejenigen, die das Chaitanya Charitamrita hören, werden dich in ihren Herzen bewahren. Durch dich wird es einfach sein, Krishna zu verstehen. Chaitanya Mahaprabhu kam also, um uns Krishna zu bringen. Er tat dies nicht mit Hilfe von Meditation, fruchtbringenden Handlungen oder dem Studium der Schriften, sondern durch reine Liebe. Krishna Prema. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gora Hari Bol, Nitya Gora Hari Bol. Zeit ist vorbei. Es wäre noch so viel Schönes von Krishna Chaitanya Mahaprabhu zu berichten. Aber Kirtan, Kirtan. Aber die Zeit ist vorbei.
Ich danke euch fürs ekstatische Zuhören, fürs Mitsingen, fürs Verherrlichen von Chaitanya Mahaprabhu. Ich weiß nicht, ob sich vielleicht noch eine oder zwei kurze Fragen oder wenn jemand vielleicht einen Kommentar, Frage, Anmerkung hat. Oder sind alle glücklich einfach im Ekstase? Oder einfach Chaitanya Mahaprabhu verherrlichen? Ja. Du hast gesagt, die Seele ist in den Deity eingegangen. Heißt es, in allen Dieten sind jetzt Seelen drin? Also, oh, das ist ein bisschen, wo soll ich jetzt anfangen? Also, prinzipiell Seelen, also man sagt, in einem Dieten, in einer autorisierten Form, wie wir zum Beispiel hier auf dem Altar haben, oder es gibt halt verschiedene Formen, vielleicht hast du schon verschiedene Tempel besucht, noch nichts. Es gibt halt verschiedene Formen, wie zum Beispiel, wo ich herkomme, zum Beispiel Prahlada Simhadev, das ist auch hier am Altar, also bei Konita hier rechts sieht man den Deity, so ein Schwarz, so ein halb Mensch, halb Löwe-Form von Krishna, eine Erscheinung. Und es ist halt an sich so, wenn man einen Deity anfängt zu verehren, also ein Gottgeweihter anfängt, hingebungsvollen Dienst einem bestimmten Deity darzubringen, dann geht Krishna ein in diesen Deity, in diese Form, in diesen Murti. Und dann ist Krishna präsent in diesem Deity, wenn es eine autorisierte Form ist und Krishna autorisiert dann verehrt wird. Dann geht Krishna ein dort in diesen, also es ist jetzt Seele, also im Prinzip Krishna ist halt die höchste Seele und er geht in eine Erweiterung in diesen Deity ein. Krishna ist hier auch jetzt präsent in diesen Deities. In jedem Deity, wo Krishna verehrt wird, dann geht auch Krishnas Erweiterung hinein und er nimmt so durch den Dienst an. Er offenbart sich seinen Geweihten auch durch diese Art Chakra, durch diese Murti, durch diesen Deity, durch diese Bildgestalt. Es gibt verschiedene Formen der Bildgestalten, die halt autorisiert sind durch den Veden, durch vedische Schriftwerke, die man verehren kann, die okay sind zur Verehrung. Und da geht Krishna ein, wenn wir einfach unsere Liebe, unsere Bhakti, unsere Hingabe zeigen. Und Krishna nimmt den Dienst entgegen, freut sich darüber. Und das führen wir jetzt hier auch aus. Und in dem Sinne ist dann halt überall, wie gesagt, wo dann halt. Und Krishna ist eigentlich nie verschieden von seinem, also nie getrennt von seinem Devotis. Krishna sagt einfach, ich bin dort, wo meine Geweihten sind, wo meine Geweihten mich verherrlichen, wo sie über mich sprechen, wo sie über mich chanten und mich lobpreisen. Dort ist Krishna sehr stark präsent. Deswegen sind solche Feierlichkeiten auch sehr potenziell, weil Krishna halt sehr, sehr stark gegenwärtig ist unter uns. Dankeschön. Ja. Das da war das Ende der Ehre vor dem Abgang in Banditi. Aber mir hat gefehlt, zu erklären, wieso hat Krishna die Gestalt von Sri Chaitanya angenommen bei Erscheinung. Wieso hat er sozusagen, das war das Punktum, was für ein Rasa, was für ein Taste wollte er testen? Ja, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, danke für die Frage, wollte eigentlich die ekstatischen Gefühle von Radharani wahrnehmen, also Krishna. Und deswegen ist er in der Gestalt von Krishna Chaitanya Mahaprabhu erschienen. Dort sind sie vereint in Radha und Krishna. Und so hat Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, die Liebe annähernd, diese Ekstase, diese Hingabe, die eigentlich ein Devot, eigentlich sagt man, Radharani ist halt der größte Gottgeweihte in dem Sinn von Krishna. Sie ist die Liebste zu Krishna, sie hat die größte Bhakti, die größte Hingabe, das kann niemand erreichen. Und Radharani war mit Krishna in Chaitanya Mahaprabhu vereint. Und da war ihre Ekstase, ihre Liebe präsent. Und das hat Chaitanya Mahaprabhu bzw. Krishna schmecken können, diesen Rasa. Und das ist halt dieses höchste Rasa, dieses Madhurya-Rasa. Und das hat Chaitanya halt auch oft gezeigt. Also es gibt sehr schöne Geschichten im Chaitanya Charitamrita. Und umso älter in seinem Dasein Krishna Chaitanya geworden ist, umso mehr ist er in Ekstase versunken, umso mehr ekstatische Symptome hat er offenbart und war immer mehr halt in diese reine Prema, in diese Krishna Prema versunken und diese reine göttlichen Liebe Radharanis zu Krishna. Weil er wird ja auch vielmals als der verdeckte Avatar wahrgenommen. Und ich war in Südindien wieder und wir haben uns im Flugzeug getroffen. Und viele kennen in Indien Chaitanya überhaupt nicht. Ja.
Stimmt. Wirklich, weil er hat sich ja als ein, nicht als Gott dargestellt, sondern genau. Als ein Devot. Als ein Devot, ja. Als ein Devot, ja. Und das ist unser der Vorbild. Und ja. Das ist das Vorbild eines perfekten Devotis vorzustellen und zugleich das Rasa eines geweihten Dienst zu, genau. Testen, zu schmecken. Ja. Und das habe ich gesehen in Südindien. Da habe ich gesagt, Lord Chaitanya. Chaitanya. Aber da wusste niemand was, ja. Ja, ja. Ja, es ist halt schwierig, aber da gibt es noch viel zu tun, auch in Indien kann man noch predigen. Und überall, es ist überall ein Aufholbedarf und deswegen sollten wir enthusiastisch da weitermachen und Inspirationen holen am Gaupurnima, die Segnungen holen am Gaupurnima, ob für Buchverteilung, Harinam, Prasadam-Verteilung. Hare Krishna, Entschuldigung, man kann ein bisschen um Aufmerksamkeit bitten noch. Matajis, Entschuldigung. Bisschen noch ganz kurz, ein paar Minuten, wir sind jetzt sofort fertig. Ja, danke für die Frage. Jetzt war noch irgendwo eine kurze oder beenden wir? Okay, was sagt unsere Führung? Können wir noch ein bisschen? Feierabend, okay. Dann kommt jetzt höchstwahrscheinlich Kirtan. Ich weiß jetzt nicht ganz genau den nächsten Punkt, aber vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich bitte euch, dass ihr wirklich mit Ekstase, mit Weinen, mit Beten wirklich auch beim Kirtan oder was alles wir machen jetzt noch heute, wirklich eine intensive Emotionen versucht hineinzubringen, dass wir Chaitanya auch wirklich rufen, dass wir wirklich die Mercy von Chaitanya, weil das ist das, wo, weil Chaitanya hat gesagt, er hat diesen Schatz uns gebracht, wie sagt man, diesen Storehouse, und hat diese Bhakti, hat es unsere reine Liebe gebracht, und das Einzige ist, womit wir das bekommen, ist unsere Begierde, unser Lalyam, und wir wirklich diese Begierde jetzt heute versuchen aufzubringen, wird uns Chaitanya mit seiner Prima überschütten. Hoffen wir drauf. Hari Hari Bo! Chaitanya Mahaprabhu ki! Gaur Purnima ki! Shri Prabhupada ki! Gaur Premanande! Shri Prabhupada ki! Shri Prabhupada ki! Jai! 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 J